Da sind wir wieder im Motodad Wohnzimmer zum nächsten Masters of the Universe Origins Unboxing. Ein Unboxing auf meinem Kanal, was ziemlich lange auf sich warten hat lassen. Denn wir haben heute auch schon ein bisschen länger da Snoutsboard und Leech. Und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Viel Spaß. Und da ist das Intro auch schon wieder vorbei und ich darf dich recht herzlich willkommen heißen zu diesem neuen Video. Ja, die zwei Figuren, Leech und Snoutsboard, die haben ganz schön lange auf sich warten lassen hier auf meinem kleinen Kanal und es war sehr schwierig, an die Figuren dran zu kommen. Ich war allerdings nicht so doof, ja, und habe die Figuren sehr teuer gekauft, denn ich wusste, beziehungsweise wusste ich es vielleicht. Ja, zumindest habe ich es vermutet, weil ich halt auch schon lange genug im Game drin bin, dass man diese Figuren irgendwann, als sie dann weg waren, in der ersten großen Welle, nochmal bekommt. Und so war es. Vor einiger Zeit wurden sie bei BBTS wieder eingelistet für sage und schreibe 23 Dollar und ein paar Cent. Ich glaube, Leech, einer von beiden hat, glaube ich, 28 Dollar gekostet. Also einer 24 und einer 28 Dollar. Und somit habe ich gesagt, alles richtig gemacht, Tobi. Denn ich war nicht so blöd und gebe 80 oder 100 Euro für so eine Figur aus. Also, auch hier wieder zahlt es sich aus, wenn man Geduld hat. Ich habe sie natürlich wieder zweimal bestellt. Einmal für meine wundervollen Töchter. Hallo! Die sich schon tierisch drauf freuen. Ich mich aber auch. Und einmal für mich als Mock. Welche Figur wollen wir denn als erstes auspacken? Snoutsboard. Gut, dann schauen wir mal. Den haben wir natürlich hier zweimal. Und hier sind die beiden schönen. Und der Papa, der schaut einfach mal ganz kurz, welche Karte ich behalte. Das sind beide. Ja. Ich behalte die hier und dann machen wir die andere auf. So. Snoutsboard. Ich finde den Charakter ja ziemlich cool. Es ist natürlich nicht mein Lieblingscharakter, aber ich finde ihn cool. Ich hatte ihn natürlich als Kind auch und er ist natürlich auch bei den Masters of the Universe Origins gekommen. Und hier ist die Karte. Wir sehen hier oben ist auch ein Knick drin, deswegen behalte ich die andere Karte. Andere Karte ist auch nicht perfekt, aber hey, ja. Wir sehen hier, es ist eine Deluxe-Karte und es steht hier oben auch dabei, Deluxe Figure Set. Hier ist das 40s, huiuiui, das 40s Anniversary Logo, Masters of the Universe, Snoutsboard, Achtung, Heroic Water Blasting Firefighter. Großartig. Also wir sehen, es ist eine US-amerikanische Karte, ein wunderschönes Artwork hier auf der Seite. Nose Sprays. Also wir haben das Action-Feature von damals mit dabei und wir sehen, der Comic im Hintergrund ist ziemlich schräg drin. Tatsächlich ist es auch bei der anderen Karte so. Ich glaube, Leech und Snoutsboard sind zwei Figuren, die halt echt miserabel verpackt worden sind. Ich finde schön, wie er drin steht. Er hat hier den 2000X-mäßigen Kopf, würde ich mal sagen. Jetzt auf der anderen Seite haben wir den Kopf mit dem Wassertank, mit dem Schlauch verbunden und so weiter. Seine Waffe ist hier mit dabei. Eine sehr schöne Karte eines sehr witzigen und lustigen Charakters. Unser Moto-Feuerwehrmann. Hier ist die Backcard und auch hier haben wir ein sehr, sehr schönes Artwork mit dabei. Wir sehen Snoutsboard, wie er gegen King Hiss und Kamu Khan im Original, eigentlich Camuflado Khan, aber bei den Origins heißt er nur noch Kamu Khan, hier kämpft. Wir sehen hier sehr, sehr, sehr schön wie das Action-Feature erklärt ist. Und dann haben wir hier noch die Cross-Sell-Arts bis auf Snoutsboard, den wir hier gerade in der Hand halten, haben wir euch schon alle Figuren gezeigt. Und hier haben wir die obligatorischen Verbrauchertexte. Und ich würde sagen, ich operiere den Feuerwehrmann hier raus und dann schauen wir uns den in Ruhe an. Und natürlich werden wir sein Action-Feature testen. Und da haben wir eine Karte ohne Figur, denn wir haben ihn befreit. Hier ist der Blister, hier ist die Bubble, die Einlage, wo er drin war. Und ja, die Karte heben wir uns auf.
Und ja, ich finde, die ist super schön runtergegangen, kann man sich super aufheben. Das freut mich doch sehr. So, Achtung! Wir fangen an mit dem Mini-Comic. Und falls das eben geklickert hat, das waren hier meine Bändchen und wir haben hier schon ein Schüsselchen mit Wasser. Bevor wir aber zum Mini-Comic kommen, kommen wir wieder zu meinem geliebten kleinen weißen Zettel. Hier ist Snoutspout und die Removable Parts werden gezeigt. Ich finde den Charakter ja, ich finde den Charakter einfach großartig, ja, so ein Elefantenviech. So, hier kommen wir zum Mini-Comic und ganz ehrlich, der Leech hier, der sieht schon richtig gut aus, richtig böse. Night of the Leech, ja, steht hier, the Leech. Ja, ein bisschen so wie Arnie angehört, oder? So, hier kommen wir zu dem Minicomic. Ich finde das exzellent gezeichnet, ja, das muss ich dazu sagen. Das macht mir richtig viel Spaß, hier schon mal diese Bilder zu sehen. Macht euch Pause, wenn ihr es lesen wollt. Also das ist eine optisch zumindest mal schon sehr, sehr schöne Geschichte, so finde ich zumindest. Hier kommt er auch dann, Leech kommt ins Geschehen hinein. Wirklich toll. Wirklich, wirklich toll. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich finde es schön, hier sind die Cross-Sell-Arts noch mit dabei. Hoppala. So, ich finde es schön, dass beide Charaktere, also Leech und Snoutspout, die wir jetzt auspacken, hier sehr, sehr prominent und sehr schön, meiner Meinung nach, vertreten sind. Wollt ihr schauen? Dann kommen wir, wie immer, zum Zubehör. Er hat mit dabei seine, ja, seine Waffe. Ja, zum einen hat er seine Feuerwehraxt mit dabei. Das Ganze ist so in sich ein bisschen verdreht, wie ihr das sehen könnt. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Und er hat diesen Halter, wo er seinen Rüssel drauflegen kann. Ne? Also wenn wir das mal kurz schauen, das heißt, man konnte früher so den Rüssel da drauflegen an der Vintage und konnte das dann hier so bewegen. Das ist aber hier relativ fest. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Also hier auf alle Fälle seine Waffe, eine Axt, wie das die Feuerwehrleute auch haben. Und halt hier nochmal seinen Rüsselhalter, würde ich es jetzt mal sagen. Und dann hat er mit dabei Sauerstofftanks. Auch das ist ja Feuerwehrmann-mäßig hier. Das finde ich sehr, sehr gut. Was mir sehr gut gefällt hier bei den Tanks, das hier oben, der Druckluftanzeiger, der ist auch gesculptet. Ich habe keine Ahnung, ob ich das irgendwie reinbekomme, dass ihr das seht, dass der auch gesculptet ist. Schauen wir mal, ich glaube, hier kann man ein bisschen was erkennen. Wir haben wieder ein bisschen Swirly in dem Silber drin, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Wir haben das, ja, die Haltebänder für die Sauerstofftanks sind in lila und hier hinten haben wir so einen Clip, damit wir das später dann reinklippen können. Dann kommen wir zum Wechselkopf mit dem Tank. Das Ganze schaut so aus. Ich persönlich präferiere ja diesen Kopf hier. Ich finde den super gut. Die schwarzen Applikationen sind meiner Meinung nach sehr, sehr gut gelungen. Ich finde die Augen sehr, sehr schön. Und hier haben wir den Rüssel. Das Silber sieht auch gut aus. Hier haben wir dann den Tank. Der hat auch einige Sculptings. Die fallen nicht so auf, weil er ist halt nicht bemalt. Das liegt halt daran, dass man hier diesen Druckmechanismus hat. Und dann kommt hier der Schlauch raus, der auf der Rückseite hinter dem Clip, ähnlich wie wir hier diesen Clip auch haben, hinten dran durchgeführt wird und in den Kopf eingeführt wird. Der Kopf von hinten hat auch ein schönes Sculpting und dann kann man im Prinzip später hoffentlich ja hier schön das Wasser mit dem Mechanismus spritzen lassen. So, und jetzt kommen wir zum Snoutspout als Figur. Kurz ein bisschen ausrichten. Er hat hier einen Fleck auf dem Oberschenkel, aber finde ich jetzt nicht so tragisch. Hier ist er. Da sehe ich auch, da hat er auch einen Fleck. Ah, den kann man sogar wegmachen. Also die Flecken muss man mal gucken mit dem Schmutzradierer, ob man die wegkriegt. Ist jetzt aber meiner Meinung nach gar nicht so tragisch. Hier ist Snoutspout, wie gesagt, hier mit dem Alternativkopf, den er hauptsächlich aufhat, den Kopf an sich. Hier kann man den Rüssel hier nochmal so bewegen. Der Rüssel an sich ist auch aus einem Gummi. Kann man den hier drehen? Ja, den kann man tatsächlich auch hier drehen. Und könnte ihn auch so hinstellen, ja, wenn ihr das wollt. Oder halt, wie gesagt, so hinstellen. Sieht gar nicht mal so schlecht aus mit dem Rüssel an sich, aber mir gefällt der Kopf nicht. Ich mag diese Stoßzähne hier.
Nicht, das ist nicht mein Ding. Ansonsten hat er keine großartigen Bemalungen, außer diese weißen Augen mit den schwarzen Pupillen. Ich finde auch die Ohren irgendwie nicht so schön, aber es ist trotzdem ein sehr schöner Kopf an sich. Ja, auch von hinten finde ich, das gefällt mir wieder ziemlich gut hier auf dem Hinterkopf, diese Platte. Aber ansonsten gefällt mir der andere Kopf dann doch schon ein bisschen besser. Aber da habe ich natürlich auch was ich nicht so optimal finde, aber die Figur an sich ist toll. Dann hat er natürlich hier seinen Brustgurt, nenne ich es jetzt mal an. Wir sehen hier sehr, sehr schön, wie da eine Tasche rein modelliert worden ist. Und hier auf dem Rücken hat er dann im Prinzip diesen Clip, wo er die Rucksäcke quasi reinmachen kann. Ansonsten ist es ein orangener Körper. Er hat schwarze Stiefel, auch schön gemacht. Und er hat diese lilanen Handschuhe an. Ja, da gibt es eigentlich nicht besonders viel mehr zu sagen. Wir nehmen jetzt als allererstes mal hier diesen Clip und den machen wir ihm hier hinten rein. So, dann sieht das so aus. Das sieht schon mal cool aus, finde ich. Ja, und wenn wir ihm jetzt einfach mal. Es muss auch halten. Also, wir sehen jetzt. So, jetzt habe ich es gemerkt. Jetzt ist es so richtig reingerutscht. Also, ihr merkt so richtig, wie es dann nochmal so reinrutscht. Ja. Das sieht schon mal, finde ich persönlich, ganz cool aus. Und jetzt geben wir ihm einfach mal die Waffe in die Hand. So. Und dann haben wir hier eben auch noch die Waffe in die Hand gegeben. Also so finde ich das schon eine sehr, sehr coole Figur. Das gefällt mir, trotz es nicht mein Lieblingskopf ist, aber ich komme ja gleich nochmal zum anderen Kopf. Da, wie gesagt, gibt es auch Dinge, die ich nicht so optimal finde. Aber das sehen wir natürlich dann gleich später. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Figur. Den Charakter liebe ich. Ich finde den wirklich großartig. Und ansonsten, ja, gibt es hier erstmal nichts zu meckern. So, dann nehmen wir das einfach mal wieder ab. Das ist ganz schön reingeklipst. So, also das ist sehr stabil. Auf alle Fälle hier drin. Dann nehmen wir ihm den Kopf ab. Auch der ist relativ fest. So, und jetzt werden wir uns mal darum kümmern, dass wir das hier dran machen. Zuallererst würde ich sagen, wir machen ihm den Clips hinten dran. Das funktioniert einwandfrei. Der geht viel leichter drauf. Und dann machen wir ihm den Kopf da drauf. So, stabil. So, und jetzt sieht das Ganze so aus. Sehr großer Backpack, ja, das muss ich dazu sagen. Das ist riesig mit einem ganz, ganz dicken Schlauch, der eben hier hinten in den Kopf reingeht. Ist so ein bisschen Matrix-mäßig. Aber ansonsten ist das eher so von vorne auf alle Fälle mein präferierter Stil. Er kann den Kopf komplett bewegen. Das finde ich großartig mit diesem Schlauch hier hinten dran. Das funktioniert super. Von vorne her gefällt er mir viel, viel, viel besser. Also das ist eher so mein Stil. Welcher Kopf ist eigentlich euer Liebling? Der oder der andere? Der? Ja. Und genau, auch hier können wir ihm mal kurz die Waffe in die Hand geben. Dann sieht das so aus. Ja, das finde ich schon sehr cool. Ich finde den Kopf einfach schöner. So, dieser Backpack ist natürlich riesig, ja. Das kann man jetzt kritisieren, ja, das kann man. Aber auf der anderen Seite hat es diesen Toy-Effekt, diesen Toy-Style. Und das ist etwas, was ich dann schon wieder richtig, richtig gut finde, ja. Weil wir uns immer noch in einer Line bewegen, die halt an 80er-Jahre-Toys angelehnt ist und auch vom Stil her so gemacht ist. Und deswegen finde ich das cool. Wir haben zwar früher den Tank im Körper gehabt, aber jetzt ist er halt hinten drauf und ich finde tatsächlich, dass das früher wäre das auch so ein Riesenklopper gewesen und irgendwie hat das so einen gewissen Charme. So, und jetzt werde ich mal gucken, wenn ihr hier drauf drückt, dann saugt er Wasser an und ich habe hier eine Schüssel mit Wasser. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich das hier so gemacht. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hier auch so wie früher machen können. So. Ja, cool. Das geht ja. Achtung. Wow! Hammer! Ich bin voll begeistert. Das geht ja. Das geht ja besser wie damals. Das ist bestimmt jetzt 1,5 bis 2 Meter ist es jetzt davor. Und mein Boden ist jetzt nass, ist ein Holzboden, macht aber nichts, trocknet, ja. Grandios, grandios. Also das ist
Absolut genial. Ich bin total begeistert. Snoutspout macht seinem Namen alle Ehre. Großartig umgesetzt. Hier mit dem Wechselkopf noch dabei. Ich mach's mal so. Ja, super coole Figur. Ja, das ist mein Favorit. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob das euer Favorit ist oder das euer Favorit. Natürlich, wenn ihr den anderen Kopf draufkommt, dann kommt das noch dazu. Aber ich habe nur zwei Hände, ist ein bisschen schwierig. Also, Snoutspout ist großartig. Das Action-Feature ist der absolute Knaller. Meiner Meinung nach Snoutspout richtig, richtig gut geworden. Und ich bin total begeistert. Ich bin wirklich total begeistert von dieser großartigen Figur. Bitteschön, eurer. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit den anderen beiden Figuren. Beziehungsweise ist ja nur eine Figur, aber wir haben die natürlich auch zweimal. Und zwar ist das der Leech. Ja, und Leech ist natürlich so ein grandioser Charakter. Ich schaue auch hier mal, welche Figur ich behalte. Ganz klar die, weil der hat hier oben wirklich eine böse, 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 böse Kante. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Karte vom Leech an. Boah, ich bin total begeistert, wie gut dieses Action-Feature funktioniert. Das ist Wahnsinn, oder? Also ein ganz sauberer Strahl. So, machen wir beim Leech weiter. Hier ist die Karte vom Leech. Super cool. Meiner Meinung nach sieht der wahnsinnig gut aus. Wir schauen uns die Karte an. Auch hier wieder das 40th Anniversary Logo. Und es ist ein Deluxe-Set. Master of the Universe Leech, Evil Master of Power Suction. Schaut euch dieses Artwork an. Ich liebe diese Figur. Großartig. Figure really sticks to smooth surfaces. Modern Posing, Retro Play und so weiter. Hier steht er drin mit dem schönen Horde-Aufkleber. Wahnsinn. Und hier hat er einen alternativen Kopf dabei. Sage ich gleich was dazu. Er hat alternative Hände mit dabei. Und hier hat er seinen, ja, Crossbow, sehr rot, ja, ja, das war's. Sieht wahnsinnig gut aus, die Figur auf Karte, gefällt mir ein ganzes Stück weit besser als der Snoutspout auf Karte, aber Snoutspout war auch toll. So, schauen wir uns die Rückseite an. Hier sehen wir Leech, wie er in den Sümpfen hier Tang Lesher hochnimmt, eine schöne Reminiszenz an das Vintage Artwork. Und hier auf der Seite sehen wir auch nochmal ein kleines Hordak-Monster. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Schönes Artwork. Nicht das beste Artwork der Origins-Line, muss ich dazu sagen, aber es ist eine schöne Reminiszenz. Und hier haben wir natürlich auch sein Action-Feature, was wir natürlich auch ausprobieren werden. Ja, hier sehen wir die Grossel Arts Verbraucherhinweise und ich würde sagen, auch diesen Kollegen holen wir jetzt hier raus, machen einen kleinen Schnitt und sind gleich wieder da. Und auch Leech haben wir aus seiner Verpackung befreit. So, dann passt das auch, sieht ein bisschen schöner aus. So sieht das Ganze aus, die Karten heben wir natürlich auf. Hier ist der Blister und hier ist sein Inlay. Wunderbar. Los geht's. Gefällt ihr euch das Snoutspout? Ja. Also, Minicomic ist natürlich der gleiche, der mit dabei war, aber natürlich nicht der weiße, wichtige Hinweiszettel. So, richtig rum. Hier ist der. Da sehen wir die Removable Parts von Leech. Sehr schön. Und dann kommen wir zu seinem Zubehör. Ich habe vorhin schon gesagt, oder ihr habt es ja schon gesehen, ihr hat Zusatzhände mit dabei und hier haben wir die erste Hand. Es sieht sehr illustrig aus. So, jetzt habe ich es aber. So, hier sind also die Zusatzhände. Ja. Hier auch. Ist jetzt nicht das, was ich besonders schön finde, aber sie sind dabei und das ist doch schon mal ganz nett. Dann hat er hier seinen Bogen mit dabei. Der ist mir persönlich etwas zu rot und es kommt halt das Sculpting nicht raus, aber er ist dabei. Hier haben wir noch, was ist denn das hier? Das sind noch kleine Produktionsfäden, die noch da dran sind. Ja, wie lustig ist das denn? So, die machen wir mal weg. Das sind noch kleine Reste von der Produktion. So, jetzt. Die dran hingen. Ja, er ist mir ein bisschen zu rot, aber er funktioniert. Hier ist der Bogen und Achtung, zack, und dann schnallt es vor. Funktioniert sogar sehr gut. Schönes Action-Feature, kann man jemanden
Umpumpen. Ja, also nichts Spezielles. Hier sieht man hier hinten nochmal das Gatling, das kennt ihr auch von den anderen. Ja, genau. Dann hat er einen Zusatzkopf mit dabei und dieser Zusatzkopf ist angelehnt an die Classics bzw. an die Staction von 2000X und der ist wirklich richtig gut. Meiner Meinung nach für eine Origins-Figur ist das der absolute Knaller, was sie da rein gemacht haben. Die haben hier das Innenmaul sehr, sehr schön gesculptet. Ja, hier hinten sogar noch das Loch angedeutet, wo quasi der Saugmechanismus, das Luftloch war. Wir haben hier die Zähne, es ist super gut bemalt. Auch die Augen on top, das ganze Sculpting sieht wirklich richtig klasse aus. Hier oben auch. Wahnsinnig schön. Könnte ich mir ganz, ganz furchtbar lange anschauen. Mache ich auch, wenn wir fertig sind mit dem Video. Doch, der sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Und es ist halt wirklich sehr, sehr schön, wenn ich den mit dem Classics-Kopf vergleiche. Das ist schon sehr cool gemacht. So, dann kommen wir zur Figur an sich. Hier ist der Leech. Und Freunde, es ist einfach wirklich wunderschön, wie diese Figur hier erschaffen wurde. Hier haben wir den Kopf. Das Saugteil vorne finde ich nicht so schön wie bei der Vintage-Figur, das muss ich dazu sagen. Aber nun denn, es ist so, ich würde ihm eh den anderen Kopf drauf machen, aber wir werden uns das natürlich anschauen. Hier haben wir natürlich auch das Maul von vorne. Sehr, sehr schön, trotzdem gelöst, um einfach diese, ja, diese Verbindung zu früher zu bekommen. Dann schauen wir uns aber hier mal seinen Brustharnisch an. Der ist in einer anderen Farbe wie die Arme, was ich sehr, sehr gut finde. Ja, also dass man hier das nochmal farblich abgesetzt hat. Man kann ihn hier natürlich auch drehen, weil der das Action-Feature natürlich nicht mehr als Pumpmechanismus hier hinten hat. Dann haben wir den Gürtel, wir haben die Beine. Also das sieht alles super gut aus. Auch hier haben wir, schade, dass das hier nicht orange bemalt ist. Das hätte mich noch gefreut. Und dann haben wir hier eine, genau, eine gesculptete Armbinde ohne Horde-Logo. Finde ich aber auch nicht schlimm. Hier von hinten der Oberkörper sehr, sehr schön gesculptet. Das gefällt mir. Hochglanz, das ist matt. Also das ist wirklich schon sehr, sehr cool, muss man dazu sagen. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, ob er auch verspricht, was er kann. Da ich jetzt gerade hier keinen Spiegel habe, nehme ich einfach einen Soltau. Und dann gehen wir mal dahin und dann schauen wir einfach mal, ob der hier am King of Castle Grayskull stecken bleibt. Einwandfrei. Er zieht sich sogar so schwer, dass das Bild schräg gezogen wird. Ist das nicht cool? Ich glaube, da würde er den ganzen Tag hängen, aber so viel Zeit haben wir nicht, deswegen machen wir ihn wieder weg. So, jetzt hängt es wieder gerade. Kracht mir bloß nicht runter. So, ja, also so einfach muss man das mal machen. Also der Saugmechanismus funktioniert. Ich finde das wirklich großartig. Hier vielleicht nochmal ganz kurz die Saughände, wie die gesculptet sind. Das finde ich auch sehr schön. So, jetzt haben wir es. Und auch die Füße haben natürlich ihr Sculpting mit diesen Zehen. Sehr einfach, aber sehr effektiv. So, jetzt machen wir mal den Kopf runter. Einwandfrei. Und jetzt machen wir mal diesen Kopf dann drauf. Also die Ersatzköpfe, die sind, die haben es in sich. So, ja, so finde ich den schon extrem cool. Schaut euch den mal an. Also ich finde den so richtig, richtig cool. Ich glaube, dass man das Action-Feature nicht besonders viel benutzt, wenn man es aufstellt, sowieso nicht. Und da finde ich diesen Kopf natürlich einfach grandios. Jetzt geben wir ihm nochmal seine Waffe in die Hand. Auch das funktioniert einwandfrei. Halt. Moment, ich hab's gleich. So. Ja, und also, ich weiß gar nicht, wahnsinnig tolle Figur. Schau dich ihn an, Leech. Und das gefällt mir. Das muss ich sagen, das finde ich sehr, sehr schön. Hier der alternative Kopf auch nochmal mit dabei. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welchen Kopf ihr aufstellt, wenn ihr sie denn präsentiert. Also natürlich ist das ganz witzig, weil du kannst den überall dran pappen. So, ne? Kann man rein theoretisch auch machen. Es ist sehr witzig. Ich glaube sogar, ich könnte sogar den Leech jetzt auch noch da dran halten. Oh je, jetzt geht es gar nicht weg. Doch. Also, es funktioniert. Das ist toll. Also macht es Spaß. Was ist? War das lustig jetzt? Ja, also, aber so finde ich den wirklich richtig, richtig klasse. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr ihn aufstellen mag. Und jetzt brauche ich den Snoutspout nochmal, bitte.
Genau so. Genau. Hier ist der Snoutspout. Ich gebe ihm aber seine Waffe nochmal so in die Hand. Genau. Ja, das war's auch schon mit diesen zwei Figuren. Ich habe jetzt leider nur zwei Hände frei. Leech und Snoutspout. Meiner Meinung nach zwei wirklich, zack, so jetzt steht auch gerade der Elefantenkopf. Meiner Meinung nach wirklich zwei grandiose Figuren. Schreibt mir mal in die Kommentare, welcher euer Liebling ist. Ist es der coole Feuerwehrmann Snoutspout oder ist es der saugende Leech mit seinem Alternativkopf oder auch der im Alternativkopf. Ich finde die beiden Figuren wirklich grandios. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Figuren auszupacken. Beide haben geniale Action-Features. Und jetzt seid ihr dran. Welcher ist euer Favorit? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und abonniert uns, macht die Glocke an und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Das war's. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit. Ach so, welcher ist denn euer Liebling? Snoutspout? Beide gleich? Okay, alles klar. Schreibt mir bitte alles in die Kommentare zu diesen beiden wundervollen Figuren. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Freude bereitet. Wir haben das auf alle Fälle gehabt. Und ja, bleibt gesund, meine Lieben, und vor allem bleibt anständig. Ich bin der Tobi, euer Motodad mit zwei wundervollen neuen Figuren für meine Töchter und Mock für mich. Hat es euch gefallen? Ja. Das sind meine wundervollen, fantastischen Töchter. Und wir sind raus für dieses Video. Ich werde vielleicht jetzt gleich noch ein nächstes drehen. Schauen wir mal. In diesem Sinne, gehabt's euch gut. Bis bald. Gute Reise und tschüss.